Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Most Actives live vom Frankfurter Börsenparkett. Mein Name ist Patrick Duane und ich blicke wieder mit Ihnen gemeinsam auf die meistgehandelten Titel des Online-Brokers Flatex. Gucken wir zunächst wie immer auf den Gesamtmarkt. Desaströs, denn überall sind rote Vorzeichen zu finden. Beim DAX, der minus 1,8% verliert, aber auch bei SDAX, TecDAX und MDAX, da überwiegen die roten Vorzeichen. Heute Morgen um 11 Uhr kamen schlechte Konjunkturdaten aus der Eurozone. Da wurden nämlich die Erwartungen an die Wirtschaftsleistung nach unten reduziert. Auch der DIHK hat das von 1,7 auf 0,9% gemacht. Also insgesamt auch mit einer weiter schwächelnden Wall Street überwiegen die Gewinnmitnahmen. Wobei in Amerika man schon nach 6 Wochen Kurssteigerungen in Folge jetzt davon sprechen kann, dass wir jetzt wirklich mal vielleicht eine kleine Trendwende sehen. Was wir jetzt zunächst sehen, sind die meistgehandelten Werte auf der Kaufseite der Most Actives. 5 wie immer an der Zahl. Zu diesen gehören TUI, Wirecard, Daimler, Arealbank und DGA Group. Und wir wollen uns mal 2 näher angucken. Das ist nämlich TUI. Die hatten wir ja gestern schon auf der meistgekauften Seite. Und gestern, da wussten wir noch nicht, was am Abend folgen sollte, nämlich, dass das Unternehmen seine Gewinnerwartungen zusammenstreicht und sagt, wir werden nur noch auf dem Vorjahresniveau einen Umsatz und einen Gewinn erzielen. Das hat vor allem mit dem heißen Sommer 2018 auf der einen Seite zu tun, aber auch mit diesen Brexit-Unsicherheiten. Denn vor allen Dingen die Buchungen aus Großbritannien, die sind rückläufig. Wenngleich Länder wie Nordafrika und Türkei weiteren Boom verzeichnen, so hat man dann doch bei TUI so vermeldet Überkapazitäten auf den Kanarischen Inseln. Allerdings auf diesem niedrigeren Kursniveau, die Aktie ist jetzt mit 11,10 Euro noch mal kräftig unter die Räder gekommen, minus 15%. Man hält weiter an der Dividende von 72 Cent pro Aktie fest. Ist die Dividendenrendite, denn wenn sie denn so kommen mag, gestiegen von 5,2 mittlerweile auf 6,5%. Also die Aktie ein Griff, zumindest für Dividendenschnäppchenjäger auf jeden Fall. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Maschinenbauer GEA. Das Düsseldorfer Unternehmen hatte ja großmundig Mittelfristziele ausgegeben auf 5 Jahre. Und jetzt müssen sie die schon nach nicht mal 12 Monaten wieder zurücknehmen. Ja, es ist katastrophal, sagt der ein oder andere Analyst, was GEA da vermeldet. Dementsprechend wird die Aktie abgestraft. Sie ist auf einem tiefen Kurs unter der 20 Euro unterwegs, so tief wie schon seit 2012 nicht mehr. Und wenn man sich das Chartbild anguckt, stellt man fest, es ist sehr eingetrübt und die Aktie könnte tatsächlich sogar weitere Rücksetzer in Richtung 15,25 Euro vertragen und verkraften, ja, und vielleicht sogar noch bevorstehen sozusagen. Kein Grund trotzdem, nicht die Aktie zu kaufen, vor allen Dingen nicht für die, die darauf spekulieren, dass die Aktie vielleicht auf diesem Niveau dann doch jetzt langsam mal einen Boden findet. Gucken wir uns die meistverkauften Titel an. Dazu zählen Wirecard, TUI, Daimler, Evotec und die Aixtron. Einen näheren Blick möchte ich an der Stelle mal auf die Evotec-Aktie werfen. Da ist es tatsächlich so, dass dieser charttechnische Widerstand bei 21,82 Euro trotz dieser neuerlich vermeldeten Partnerschaft sich als wirklich sehr hartnäckig erweist. Man erhofft sich natürlich von der Kooperation mit Galapagos Meilensteinzahlung, aber solange die noch nicht vermeldet sind, sondern nur diese Kooperation, ist das im Grunde für die Aktionäre zumindest im Moment mal eher sowas wie eine Nebelkerze und die Aktie wird eher verkauft. Denn man denkt, dass vor allen Dingen in diesem Gesamtmarkt das Chartbild insgesamt eher den Ausschlag geben kann. So viel von unserer Seite hier von der Frankfurter Wertpapierbörse. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder dabei, wenn ich von den Most Actives berichte. 15:30 Uhr, dann das letzte Mal für diese Woche. Patrick Duane, mein Name. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin.